Eintritt, bezahlen können Sie mich am Ende der Stunde. Okay, verrücktes GI-Liebchen, let's boogie! Morgen früh erwachst du in der Kaserne. Gute Idee gewesen, das nach außen in einen Trailerpark in Florida zu packen. Da! Und wie war der Tag in der Pampa? Beschissen! Mein Pferd ist kacke! Mich juckt der Schritt! Und ich bin so sanft wie eine Zini! Das ist ein ganz besonderer Ort und deswegen ist es ganz besonders toll, hier zu arbeiten. Man sieht es ja ein bisschen im Hintergrund. Wir haben eine ganz spezielle, kleine, ganz ausgefallene Bühne, einen ganz ausgefallenen Raum, in dem wir ganz intim arbeiten können, in dem wir uns nicht anstrengen müssen, über die Rampe zu kommen und dass die Leute uns verstehen können. Dann bin ich eben eine alte Frau, die ein bisschen Geld ausgibt für Gesellschaft. Na und? Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man für Gesellschaft bezahlt. Meine Güte, das habe ich auch schon gemacht für Gesellschaft. Sie meinen Sex? Wenn Sie es so nennen wollen. Sie haben für Sex bezahlt, Michael? Lilly, auf die eine oder andere Art zahlt man für Sex immer. Hier mit 138 Plätzen, ich glaube, eine ideale Größe, um dem Menschen nah zu sein und trotzdem unter freiem Himmel zu sein, in diesen Gewölben hier. Und das ist schon sehr speziell, das kleinste Open-Air-Theater in der Republik. Und das dürfen wir bespielen. Und darüber freuen wir uns sehr. Serving you.